Verehrte Frau Bundeskanzlerin, das Brexit-Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ist darauf angelegt, das britische Volk für seine demokratische Entscheidung zu bestrafen. Es sieht vor, dass die Briten sich vorerst den Regularien des Binnenmarktes unterwerfen müssen, ohne in Zukunft mitreden zu dürfen. Es sieht vor, dass die Briten sich der Gerichtsbarkeit des EuGH unterwerfen müssen, ohne in Zukunft dort Richter zu stellen. Es sieht vor, dass die Briten 39 Milliarden Pfund an die EU zahlen müssen, obwohl sie nicht mehr Mitglied wären. Es sieht weiter vor, dass eine Zollgrenze entlang der Irischen See, also in ihrem eigenen Land, errichtet wird, wenn Großbritannien den Binnenmarkt verlässt. Dieses Abkommen zerteilt das Vereinigte Königreich, es gefährdet den Frieden in Nordirland und schürt Zwietracht und Hass im britischen Volk. Frau Merkel, sieht so ein europäisches Friedensprojekt aus? Ihre Mischung von Fakten und Wertungen teile ich nicht. Ich versuche, mich mal mit den Sachverhalten auseinanderzusetzen. Es gibt eine Übergangsphase im Zusammenhang mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. In dieser ist es in der Tat so, dass Großbritannien noch die Regeln der Europäischen Union befolgt. Nach dem Ende 2020, wenn dann das Austrittsabkommen vollkommen in Kraft tritt, haben wir dann eine neue Situation. Und ich glaube, das ist ein sehr fairer Ausgleich. Wir haben ja noch ein weiteres Dokument zu den zukünftigen Beziehungen. Und die Zwischenzeit, diese Interimszeit, wird genau gebraucht, um die zukünftigen Beziehungen vertraglich dann auch zu vereinbaren und nicht nur politisch zu vereinbaren. Und es ist deshalb, jetzt muss ich mich schon beeilen, Herr Kollege, es ist deshalb sachlich falsch, und dass Großbritannien einen speziellen Hintergrund hat durch die Parallelität von Austritt Großbritanniens, aber einem existenten Good Fridays Agreement, das die Verhältnisse zwischen Irland, Republik Irland und Nordirland regelt, kommen wir zu einer sehr schwierigen Konstruktion, und deshalb haben wir eben solche Dinge wie einen sogenannten Backstop zu berücksichtigen und dann die Frage, wie wird die Grenze aussehen zwischen Irland und Nordirland, noch weiter zu diskutieren. Danke sehr.